Es liegt was in der Luft. Neben Musik auch Summer-Vibes und Post-Corona-Atmosphäre. Auch wenn die Corona-Krise noch nicht überstanden ist, können momentan viele Menschen dank der niedrigen Inzidenzen wieder etwas Normalität genießen. Und bei diesen Bildern ist das unbeschwerte Gefühl nahezu spürbar. Beim Eröffnungskonzert im Reutlinger Echertshafen am Freitagabend konnten die Besucherinnen und Besucher den lauen Sommerabend mit Musik und Getränken genießen. Hauptakt an diesem Abend war Mia Morgan, die mit deutschsprachiger Popmusik für Unterhaltung sorgte. Der Echertshafen in der Reutlinger Stadtmitte ist ein neu gestalteter Ort für Kultur und Kommunikation, der vom Kulturzentrum Franz K. und Verantwortlichen der Stadt ins Leben gerufen wurde. Das Veranstaltungsgelände liegt zwischen Franz K. und Paketpostareal. Namengebend sind die 26 alten Seekontainer, die den Echertshafen umgeben.